So, auch nochmal von mir einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben uns im Laufe des Softwarepraktikums mit einem sicheren elektronischen Wahlverfahren auseinandergesetzt, das, wie Sie hier lesen können, den Namen Bingo Voting trägt. Elektronische Wahlverfahren im Allgemeinen genießen in der Öffentlichkeit einen eher schlechten Ruf. Oft wird ihnen Intransparenz, Manipulierbarkeit sowie Erpressbarkeit vorgeworfen. Die Wahlen in Amerika haben das ja auch bestätigt. Und dadurch genießen oder wird elektronischen Wahlverfahren also wenig Vertrauen entgegengebracht. Genau hier setzt Bingo Voting an und schafft die scheinbar unmögliche Kombination aus Nachvollziehbarkeit, Verifizierbarkeit und Unerpressbarkeit. Um dies zu erreichen, bedienen wir uns der wohl sichersten Komponente, die es gibt, nämlich dem Zufall. So, aus diesem Grund verfügt jede der Wahlmaschinen über einen Zufallszahlengenerator, wie Sie ihn hier rechts sehen können. Außerdem findet der Wähler einen Belegdrucker sowie einen Touchscreen vor, auf dem er die Wahl durchführen kann. Ja, im ersten Schritt finde ich eine ansprechende Begrüßungsseite. Hier werde ich kurz in das Programm eingeführt. Wenn ich nun auf Weiter drücke, gelange ich zu den Kandidaten. Hier vergebe ich meine Stimme. In diesem Fall wähle ich mal Derp Herpington von der Angry Nerds Partei. Im nächsten Schritt bekomme ich nochmal eine Übersicht über meine Stimmverteilung. Ich kann nochmal zurückgehen und meine Stimmabgabe gegebenenfalls korrigieren. Sobald ich mit der Verteilung einverstanden bin, bestätige ich die Wahl. Diese ist nun im System gespeichert. Die Wahlmaschine druckt mir einen Beleg für meine Wahl. Ich sehe, dass der Wert neben meinem Kandidaten dem Wert, der auf dem Zufallszahlengenerator angezeigt wird, übereinstimmt. Damit bin ich sicher, dass meine Stimme korrekt gezählt wurde. Und die Nachvollziehbarkeit ist dadurch auch gewährleistet. Aber auch die anderen Werte auf dem Beleg sind von Interesse. Ja, im Vorfeld der Wahlen werden für alle Kandidaten geheime Zufallszahlen generiert. Diese werden in einer Datenbank gespeichert, mit der die Wahlmaschine verbunden ist. Nachdem der Wähler seine Wahl durchgeführt und bestätigt hat, erzeugt der Zufallszahlengenerator einen Wert für seinen Beleg. Diesen findet man genau neben seinem Kandidaten. Die anderen Werte werden aus den Pools der jeweiligen Kandidaten entnommen. Im Pool des gewählten Kandidaten befindet sich nun ein Wert mehr. Damit kann der Wahlleiter wissen, dass der Kandidat eine Stimme bekommen hat. Dies ist auch das Verfahren für die Auszählung der Stimmen und ist ebenfalls Teil des Programms. Das bedeutet, ein Computer kann in Sekundenbruchteilen erledigen, was traditionell eine Vielzahl von Wahlhelfern tagelang beschäftigen würde. Den Beleg kann der Wähler bedenkenlos mit nach Hause nehmen. Nachdem der Wert vom Display des Zufallszahlengenerators verschwunden ist, kann ein Erpresser die Werte auf der Quittung nicht mehr unterscheiden. Dadurch kann er nicht wissen, wen man gewählt hat. Und genau das macht den Wähler auch unbestechlich, weil er, selbst wenn er es wollte, nicht beweisen könnte, wem er seine Stimme gegeben hat. Es ist auch so, dass die Quittungen nach der Wahl im Internet veröffentlicht werden, damit man überprüfen kann, ob seine darunter und korrekt ist. Dies stellt die Verifizierbarkeit sicher. Als Demonstration haben wir jetzt eine sehr einfache Wahl gesehen. Aber unser System stemmt auch Wahlen beliebigen Maßstabs. So sind beispielsweise mehr Kandidaten, mehr Stimmen, Erst- und Zweitstimme sowie eine beliebig große Wählerzahl kein Problem. Damit deckt es so gut wie alle gängigen Wahlen ab. Wir könnten uns Bingo Voting beispielsweise gut bei einer Kommunalwahl, einer Betriebsratswahl oder einer Campuswahl vorstellen. Dabei muss es aber nicht bleiben. Das Verfahren Bingo Voting wurde am Lehrstuhl Müller-Quade hier am KIT entwickelt. Und in unserer Präsentation, in unserem Projekt entstand eine Implementierung mit dem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Modularität sowie Erweiterbarkeit. Um dies zu erreichen, flossen 4 Monate Arbeit in die Entwicklung ein. Dabei entstanden 9 Pakete und 65 Klassen mit einer Testüberdeckung von 99,3%. Verteilt auf 260 Dateien entspricht das über 10.000 Zeilen Quelltext, die Bingo Voting zu dem Programm machen, das Sie soeben gesehen haben. Das Gerät steht im Anschluss an die Veranstaltung vorne im Foyer. Wer möchte, kann sich gerne damit beschäftigen.
Und damit sind wir auch bereits am Ende unserer Präsentation angelangt, möchten uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken.